Aber was gehört zu einem echten Klassiko? Natürlich eine rote Karte. Marcelo drehten in der Nachspielzeit komplett die Nerven durch. Welch ein fieser Tritt gegen Fabricas. Und danach noch Rudelbilder. Wilde Schlägereien. Özil, der war doch schon ausgewechselt, wieder auf dem Platz. Auch er, der deutsche Nationalspieler, verwickelt. Rot gegen Mesut Özil. Auch rot gegen David Villa, ebenfalls schon ausgewechselt und auf dem Platz. Jede Menge los. 8 Minuten Nachspielzeit und in diesen Tumulten auch Realtrainer José Mourinho. Mittendrin, hier geht er zu Barças Assistenten Tito Villanova. Ein Griff ans Ohr, an die Backe. Das wird garantiert ein Nachspiel haben. Unwahrscheinlich, dass hier der spanische Verband keine Sperre oder Strafe gegen Mourinho aussprechen wird. Gehört sich nicht. Dann war Schluss. Ein Wahnsinnsspiel.